Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Videoprojekt auf meinen Channel Game Accounts. Ihr konntet es gerade schon sehen. Es ist der 10. Geburtstag von Mario Kart 8. Und da dachte ich, es ist doch ein super Anlass, um das einzige Mario Kart nochmal zu bringen, was es noch nicht auf meinem Kanal als Display gibt. Denn es ist Mario Kart Super Circuit. Mario Kart Super Circuit ist 1992 für die Nintendo Game Boy erschienen. Und wir schauen uns das Game jetzt in diesem kurzen Let's Play an, machen das Ganze als Singleplayer, anders ging es auf dem Game Boy Innis. Wir fangen gediegen an, 50 CCM, nehmen auf jeden Fall Mario, weil es ist ja das Mario Kart, ne, wisst bis heute, als Spieler. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 interessante Cups. Wir fangen aber mit den ersten, die Steuerung ist komisch, mit den ersten an. Hä? Nämlich den Mushroom Cup. Wir sehen aus Pit Secret, Sega Beats, Riverside Park und Bowser's Castle 1. Ich bin sehr gespannt. Vor allem bin ich gespannt auf den Pixelbrei, den es hier gibt. Von denen haben wir jetzt ein bisschen Schiss. Aber schauen wir mal, wie es wird. Ich bin guter Dinge, dass das lustig wird. Ah, das sieht man wirklich nicht viel. Das ist das zweite, Hilfe, das zweite, was das Ziehen ist. Erst ist ja das Mario Kart für SNES erschienen und dann das dieses hier. Ich hoffe, dass man nicht wieder rausfliegt, wenn man das letzte als vierter ist, aber ich glaube, das war hier leider so. Und ich habe das tatsächlich sehr... Wie löst man das Item ein? Ich habe keine Ahnung. Wie man das Item einlöst. Ich kann mein Item eigentlich einlösen. Sehr schön. Nee. Nee. Nee, ich kann mein Item nicht einlösen. Aber okay. Wir probieren es trotzdem. Ist denn das im Glück eine 50 CCR? Ich finde das schlimm. Dieses alte Mario Kart hat was Lustiges. Aber ich finde insbesondere das wirklich schlimm. Weil man dann einfach fast gar nichts sieht und es kompletter Pixelbrei ist. Und ist da mein Item hat einfach das Licht untergreift, wenn ich es einsetzen kann. Zumindest ist einfach mies so dumm dafür bin. Gibt's denn nichts? Ich probiere gerade irgendwie offscreen alle Tasten rum. Aber ich hätte keine, um Item loszuwerden. Das ist ja mal richtig blöde. Ah, ich bin noch zweiter geworden, oh mein Gott, was ist das denn gemacht? Crazy. Ja, Tatsache, alle, die schlecht sind als Vierter, die fallen raus. Das ist, sehr schön. Ich glaube, ich bereue es jetzt noch wirklich angefangen zu haben. Aber okay. Wir werden weiter. Das ist ja die Hauptsache. So. Ach, schön, wie man hier einfach nichts sieht. Also, ja, das Projekt, da kommt nicht jeden Tag ein Part, alle zwei, also das fängt ja hier am Mittwoch an heute. Dann wird auf jeden Fall ein Part am, Scheiße. Das war alles sehr ungünstig in der Kombination. Und es macht mir natürlich mich weiter unten. Ja, come on. Ja, da kommt auf jeden Fall Freitag ein Part. Und halt irgendwie wahrscheinlich noch. Meine ich Montag, Mittwoch, dann haben wir es, glaube ich, eh schon durch. Da viel mehr Partner hat dieses Projekt auch nicht. So, ich muss halt irgendwie schauen, dass ich besser als Vierter bin. Was. Nee, also irgendwie meine Items einlösen. Hä? Aha, jetzt ging es auf einmal. Sehr interessant. Ich weiß nicht, was ich jetzt anders gemacht habe. Im Vergleich zu sonst. Ah, lol, das mit der hinteren Schultertaste ist ja mal sehr strange. Ach nein, ich habe nämlich abgedrängt von dem von der Fahrbahn. Das fände ich sehr uncool. Finde es witzig, wie man einfach die zuerst die Krebse nicht erkennt und denkt, dass man irgendwelche komischen roten Punkte in der Ferne und dann reilt die, warte mal, diese Pixel sind ja einfach Krebse. Boah, da hatte ich gerade das Glück. Das ist dann nichts, wenn ich reingelaufen bin.
Gut, diese komischen Pixel erkennen wir, sind Fragezeichen in Boxen. Und komm, komm, komm! Jawoll, ich bin einfach Erster geworden. So muss das. Hahaha. Guess who's back? Nee, man gewöhnt es schon. Ich finde langsam, aber sicher gewöhnt man es dran. Sagte er jetzt. Ich hoffe, dass die nächsten Runden nicht allzu schlimm werden. Das hat mal ein kleines Problem Sinn. Bei Bowser's Castle, einer von meinen Hassstrecken, kommt er direkt mal im ersten Cup. Aber nachher ist er wenigstens weg, sehe ich so. Also ich weiß, ich kann mit dem genauso wie Mario Kart für SNES, sorry. Die sind mir dann doch ein bisschen zu alt, weil es in meinen Augen einfach nur Pixelbrei ist. Es ist mal ganz nett zu fahren, aber halt auch nicht mehr. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Alle anderen Teile gehen wieder. Sei es der Teil von GameCube, der war ja sehr wild. Oder auch N64. Da war die Regenbogenstrecke, ich glaube, die ging um 7 Minuten. Die ist mies. Aber der Rest davon ist auch ganz cool. Mag es, dass es alles. Aber, ja. Ich meine, das ist natürlich der Beginn von Donkey Kong. Und es hört sich einfach sehr nice an. So viel muss man sagen. Oh Gott. Aber ich finde, gerade bei meiner Karte, merkt man immer richtig krass, was mit den Jahren verändert hat. Ja, wenn man das mal wirklich mit dem aktuellen Mario Kart vergleicht, keine Chance. Würde ich am lustig finden, wenn die so eine Strecke auf die Switch bringen, so als Spaßstrecke, die in dem Design gehalten ist. Also sowas wie Exit Byte, nur halt noch pixeliger. Sehr, sehr witzig. Oh Gott. Eieiei. Ich muss mich hier wirklich gut konzentrieren, deswegen bin ich auch so still. Normalerweise labere ich ja immer sehr viel. Aber hier muss ich mich wirklich auf die Fahrbahn konzentrieren, damit ich diese überhaupt als Fahrbahn identifiziere. Da kann ich tatsächlich nicht viel labern. I'm so sorry. Oh Gott. Was ist bei dem ist genau sowas wie hier? Richtig hart, dummer Fehler. Die es einfach nicht braucht. Die würde ich ganz gerne einfach vermeiden. Möglichkeit. So. Na, besser ist es noch Erster geworden. Jetzt hatte ich gerade so Schiss. Oh mein Gott, ich werde nicht mehr Erster. Ist sehr belastend gewesen, aber zum Glück bin ich noch Erster geworden. Yes, 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 so läuft's. Hei, 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 ein Rennen haben wir noch vor uns. Guck mal, das ist einigermaßen was wert. Oh, das ist wirklich meine Hassstrecke. Das gibt's ja nicht. Die gleich im ersten Cup ist dann unnötig. Aber das wird's so. Man will zumindest mal hoffen, ne? Weil die habe ich früher erst gehasst. Nein, ich gab noch eine, die ich mehr gehasst habe. Auf der SNES, nämlich die eine Sith-Strecke. Ich hoffe einfach, dass diese hier nicht mehr existiert. Weil die ist halt richtig Aids zu spielen. Und die ist halt auch ein Aids zu spielen, aber die geht's dann noch. Die andere war halt wirklich total schlimm. Okay, die ist bis jetzt zumindest mal selbst noch ganz harmlos. Aber wie gesagt, was noch harmlos ist, kann sich sehr bald ändern. Also da dürfen wir uns auf gar keinen Fall irgendwie so früh freuen. Ich glaube, das wäre viel zu viel, wenn man zu früh freuen würde, aber okay, die geht. Die geht tatsächlich. Ich habe die aber wirklich erst nie schlechte Erinnerung von der SNES. Vielleicht ist es hier auch nur halber so schlimm. Das kann es schon wirklich sein. Weil hier scheint die S zu funzen. Ja, hier geht die S voll fit. Vor allem auch mal kurz. Das war's nämlich schon. Ja, okay. Aber habe ich mir das umsonst beschwert? Gib es zu. Die Strecke scheint hier tatsächlich ganz okay zu sein. Gut. Gut, 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 dann lassen wir das einfach mal so stehen. Und zwar haben wir Erster geworden, ist in der schönen Animation. Und der ist auch meine Facecam ausblendet. Schön.
In dem Sinne, liebe Leute, danke, dass ihr was zuhören von dem Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part, wenn wir den nächsten Cup machen. Bis dann, macht's gut. Und ciao!